Hallo, ihr Querlinge. Da ist der Herr Botschafter bei Karador im Bannkreis unter dem Kloster. Da liegt die gefüllte Trolleichenschatulle. Da ist die verfluchte Orksteintafel drin. Und wir lassen beide, Karador und seine Tafel, mal alleine, denn wir haben was zu tun. Und wenn es auch nur das Rühren eines neuen Trankes in der Bibliothek ist, wobei ich gar nicht sicher bin, ob wir überhaupt noch eine Feuerwurzel haben. Geht das? Elixier des Geistes hätte ich gerne gebraut. Nee, Feuerwurzel fehlt. Hast du sowas? Hey, du. Ey! Was hast du? Nein. Hast du irgendwas, was ich haben will? Verwandlung Wolf, so oft. Was soll das denn bringen? Vergessenszauber und Schlaf. Na. Das kann man immer mal gebrauchen in irgendwelchen unschicklichen Situationen. Vergessen habe ich 3. Schlaf habe ich... Schlaf? 2. Das reicht aber. Ende. Nee. Allenfalls der Alchemist könnte hier Feuerwurzeln verkaufen. Aber ich glaube, der hat keine. Aber irgendwo habe ich noch welche gesehen. Wo waren denn das? War das die Lady hier, die Margot oder so? Oh, wer weiß. Was sagt denn das Questbuch eigentlich? Das Questbuch sagt, die Götter, was war denn das? Ach, die Geschichte. Huh. Stimmt, wie geht das eigentlich weiter? Das ist die Queste mit diesem Rowan, mit diesem Prediger im unteren Viertel. Das ist auch eine Nebenqueste. Was muss man denn da eigentlich machen? Man kann ja hier im Kloster niemanden drauf ansprechen, oder? Wenn ich gerade mal hier bin, will ich das mal ausprobieren. Nicht, dass es hier irgendjemanden gibt, dem man das erzählen kann. Wer wäre denn das? Ach so, die Ork-Kriege und so weiter. Was uns Karador erzählen wollte. Karador, bist du doch der Richtige jetzt für die nächsten Schritte? Hey. Hey. Teleport zur Stadt. Nein. Ich glaube, wir haben es ihnen schon mal gefragt, aber ich will trotzdem noch mal wissen, was das mit den Ork-Kriegen auf sich hat. Jetzt, da die Orks vor der Stadt Asun stehen, ist es gar nicht so schlecht, sich das alles noch mal ins Gedächtnis zurückzurufen. Also bitte. Was sollte man über die Ork-Kriege auf Asun wissen? Sind sie heute noch relevant? Zweifellos muss ich Margus hier bei dieser Thematik zugestehen, sich in der Vergangenheit intensiver damit auseinandergesetzt zu haben. Viele Details sind nach wie vor umstritten, auch wenn man eine grobe Systematik als Konsens betrachten kann. Von Bedeutung sind hierbei 2 Kriege, welche beide demselben Motiv zugrunde lagen, dem Herrschaftsanspruch der Menschen über die Insel Ashun. Und der erste wurde verloren und der zweite gewonnen? Falls du die Menschen als einen geeinten Konfliktpartner voraussetzt, ist dem Resultat nicht zu widersprechen. Allerdings war dies nie gegeben. Der erste Krieg kann im Grunde genommen als eine Ausweitung des Götterkrieges auf Ashun betrachtet werden. Der zweite Ork-Krieg fand zur Zeit der Kolonisation statt. In jedem dieser Kriege traten die Menschen meist als eine sehr heterogene Gruppe auf. Insbesondere bei letzterem ist dies offensichtlich. Dass Ashun an Lavanien fiel, wurde bis zum heutigen Tag von den anderen Königreichen noch nie gebilligt. Und wenn es beispielsweise heute zu Viranon gehören würde, glaubst du, dass es anders wäre? Vieles wird man mir zuschreiben können, jedoch keineswegs der Politik. Mhm. Erster Ork-Krieg? Mit dem ersten Ork-Krieg begann wohl alles, vermute ich mal. Während des Götterkrieges versuchten sich Menschen, die Insel Ashun anzueignen. Der Wahrscheinlichkeit nach Anhänger des Innos. Den heimischen Orks wurde in jedem Fall gestattet, sich an der Herbeirufung eines Avatar Beljars zu beteiligen. In das besagte Ritual der Beschwörung wurde jenes Artefakt integriert, welches im Nachhinein seinen Weg in den Sumpf fand. Dieser Avatar, der in orkischen Schriften eher die Bezeichnung Diener oder Halbgott trägt, wird ausschlaggebend dafür sein, dass die Orks den ersten Krieg gewinnen konnten. Ein Diener, der ein Halbgott ist? Das widerspricht sich irgendwie. Übersetzungen
sollten nicht immer wörtlich genommen werden. Naja, mal von der Beschwörung dieses Avatars abgesehen, was gibt's noch darüber zu wissen? Zwischen dem Krieg und dem Ödland auf Ashun wird vermutlich ein Zusammenhang bestehen. Landschaften werden im Krieg oft verwüstet, aber das sollte irgendwann doch wieder genesen sein. Nicht, wenn Magie die Quelle des Verderbens ist. Gerade in diesem Krieg wurden des Öfteren magische Waffen benutzt. Das Ödland ließe sich wahrscheinlich darauf zurückführen. Um mehr darüber in Erfahrung zu bringen, müsste man sich freiwillig in dieses Gebiet vorwagen. Ich vermute mal, solange nicht das große Gold lockt, wird das niemand einfach mal so machen. Mitnichten. Allerdings ein rationales Verhalten. Und der zweite Orkkrieg. Wie ging die Geschichte mit dem zweiten Orkkrieg weiter? Hierbei festzuhalten bleibt, dass der Avatar Beljars nach dem Götterkrieg noch seiner göttlichen Macht beraubt und von der Welt verbannt wurde. Der Überlieferung nach wurde sein Herz zweigeteilt, auf das er nie wieder diese Welt betrete. Aufgrund der immensen Zahl an Invasoren und der Unterstützung ihres Halbgotts, wie sie ihn nannten, beraubt, war ihre Niederlage schließlich besiegelt. Lediglich die alten Bauten der Orks, welche die Menschen nicht für die Beschaffung von Baumaterial abtrugen, zeugen im Nachhinein noch von dieser Epoche. Und wieso ging Ashun dann an Lalvanien? Viranon und Kemara hatten sich ebenfalls an dem Krieg beteiligt. Fraglich. Die Wassermagier, die dieses Kloster errichteten, werden in jedem Fall ihren Anteil daran gehabt haben. Andernfalls wäre dies alles auf dem See nicht mehr dasselbe. Und was ist aus den Orks geworden? Einige wenige dürften in den Bergen noch dahin vegetieren. Im Wesentlichen haben die Menschen dieses Volk zugrunde gerichtet. Ich glaube, so ganz stimmt das nicht. So. Wir fragen nochmal nach dem Sumpf, weil das ja auch damit in Verbindung steht. Weißt du Näheres über den Sumpf auf Ashun? Er ist im eigentlichen Sinne ein in sich abgeschlossener Talkessel, den definitiv die Orks und möglicherweise auch eine andere Kultur zeitweise als Niederlassung verwendeten. Zumindest bis zur Flutung des Kessels. Jahre muss das Wasser gestanden haben, damit sich dieser Sumpf entfalten konnte. Es ist heute nun ein eigenes, autarkes Ökosystem mit einer außergewöhnlichen Flora und Fauna auf dieser Insel. Vermutlich sind wir nach vielen Jahren die ersten Menschen, die dieses Gebiet wieder betreten. Okay. Ja, ihn kann ich nicht drauf ansprechen, auf diese ganze Göttergeschichte. Nimm mal eine Fackel, das ist irgendwie augenfreundlicher. Aber versenk dir nicht die Augenbrauen, mein Lieber. Dafür trägst du ja Schutzkleidung. So, Jorge, da war nichts mehr offen hier mit Buch und so weiter. Ich suche ein Buch. Dann wollen wir mal... Ja? Nee. Also, mit Büchern hat diese Götterqueste nichts zu tun. Hey, du. Er hat ja nur seinen Handels-Dingensbummels und er kann mir irgendwas beibringen. Golem erwecken. Was haben wir eigentlich für eine Stufe 34? Lernpunkte 23. Da würde ich jetzt ungern 15 in so einen Golem stecken. Wobei der Golem gar nicht schlecht ist. Muss ich mir noch überlegen. Im Moment, ich liebe Eugen ein bisschen mit mittlere Wunden heilen. Weil das könnte sogar auf lange Sicht reichen, weil ich ja nicht Lebenstränke hier braue aus Kohlstöckel, sondern... Hallo, Tim. Sondern entsprechend Mana-Tränke. Ja. Magier, gut, das sind alles Namenlose. Wir waren sehr lange nicht mehr hier hinten auf diesem Glockenturm. Nicht, dass dieser komische Glöckner da eine Queste hat. Ich glaube das nicht, aber... Wir können ja mal hochschauen, weil ein neues Kapitel ist. Nachher ist er komplett irre und taub geworden oder so und bucklig und so. Und die Wache da oben ist dann total genervt. Wow, ist das hoch. Nicht runterfallen. Noch nicht. Hey. Nee. Hey.
Das war so eine schöne Szene hier, als der am Bimmeln war und der andere dann so, so rumgeschimpft hat. Das war total toll. Da kann ich nach 100 Episoden noch immer lachen. So ein Blödsinn, wer kommt auf sowas? Ah, okay, also. Wir kürzen mal ab. Setzen hier das Strohdach in Brand. Das wird uns Freunde machen hier im Kloster. Gibt es irgendjemanden, den man hier auf die ganze Göttergeschichte ansprechen kann, wenn es Karador nicht ist? Auf dem Acker ist es auch keiner. Es könnte einer der anderen Magier vielleicht sein, aber es ist weit hergeholt irgendwie. Der ist es nicht. Fius, tut mir leid, ich muss nochmal, du liegst schon im Bett. Ja, ich weiß. Leg dich wieder hin. Castor hat viele schöne Tränke, sagt mir aber nicht wo. Wer ist da hinten? Herbert, das war der Händler. Ja, es ist wichtig. Dann zeig mal. Hast du Feuerwurzeln? Sumpfkraut. Hast du nicht. Natürlich nicht. Aber Heilwurzeln hast du ganz viele. Super. Nee, du hast gar nichts. Was ist das hier oben? Elixier der Heilung? Ach, reine Lebensenergie. Ja. Na dann. Leg dich wieder hin. Ison hatte ich. Nee, Ison ist es auch nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Magier im Kloster hier irgendwas erzählt. Klerus meinte zwar, man müsste den vielleicht hierher holen, aber diesen Rowan. Verdammt, was ist los? Ja, es ist wichtig. Zeig mir dein. Nee. Der Typ, der im mittleren Viertel predigt, der könnte vielleicht noch jemand sein, den man fragen könnte. Es sind schon wieder Ratten hier eingezogen, es gibt's gar nicht. Ich höre es ganz genau. Wie oft habe ich die eigentlich schon erschossen, hä? Irgendwo hier ist eine Ratte, sage ich doch. Mindestens eine. Hier vorne wäre noch Alastor. Aber ob der was weiß. Der Bäcker schläft noch. Um 4.53 Uhr. Das halte ich echt für ein Gerücht. Ach. Ach nee. Du bist ja nur wach geworden, weil ich hier Stress habe. Was macht die Arbeit? Immer dasselbe. Tag ein, Tag aus. Ja. Versuch dir einen anderen Job. Alastor? Oh. Wir können den fünften Kreis aufsteigen, ehrlich? Lehre mich den fünften Kreis der Magie. Deine Zeit ist noch nicht. Ja, eben, wollte ich doch sagen. Das ist doch kapitelabhängig. Oh. Na, hier waren wir schon. Nee. Den Alchemisten gäbe es vorhin noch, aber warum sollte ausgerechnet der was mit diesen Göttern zu tun haben? Nee, also wenn irgendein Magier jetzt was helfen kann, dann ist es wahrscheinlich nur... Zeig mal. Oh, drei Äpfel. Eins, zwei, drei. Dann ist es wahrscheinlich nur dieser Prediger im mittleren Viertel. Das ist das Einzige, was mir da noch einfällt dazu. Ansonsten muss man das Thema anders lösen. Es könnte sein, dass man einfach einer Predigt von diesem Typen beiwohnen muss, um dann mit den Dingen, die einem Klerus erzählt hat, dagegen zu argumentieren. Das könnte ihn auf die Palme bringen, seine Zuhörer verwirren oder dergleichen. Eine bessere Idee habe ich nicht. Marlon? Das ist Herberts Laden hier. Ach nee, gar nicht wahr, Markus. Hattest du irgendwelche Feuerwurzeln? Ja, ich weiß, es ist wichtig. Ach nee, du bist ja gar nicht... Das war ja doch Herberts Laden. Ja, ja, ja. Hier sind namenlose Mönche.
Wo schläft hier der Josh eigentlich, den ich hierher gebracht habe, oder wie auch immer der hieß? Er arbeitet nicht. Oh, ist das ekelhaft. Hey! Nein! Ende. Heb die Fackel auf! Nein, heb die Fackel auf! Ah! Der Teppich brennt! Mach die... Du sollst die Fackel... Musst du wohl diese Fackel aufheben? Nicht zu holen. Okay, dann löscht halt selber. Ist mir zu doof jetzt hier. Brennt die halt nicht. Ist eh hell genug draußen. Ja. Ich schaue noch hier, ob der noch eine Feuerwurzel hatte und dann war's das. Der hat eine Ratte auf mich. Ich glaube, ich spinne. Also echt. Zeig mir da. Nicht eigentlich bin ich Magier inzwischen. Spar dir den Spruch. Der hat Natterwurz. Ansonsten nichts. Ende. Möge Adan. Ich möchte wissen, wie lange der mich noch mit dem Spruch behelligt, dass er eigentlich an mich nichts verkauft, weil ich ja nur seit Monaten zum Kloster gehöre. Und schon über ihm stehe im Rang. Argun, auch nix. Und schließlich der Braumeister. Zeig mir. Der hat auch nur Kram. Ende. Nein, das geht anders mit dieser Götterqueste. Ah, das geht wahrscheinlich irgendwie abends, muss man das machen. Oder wann auch immer der predigt. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welcher Tageszeit er das tut. Auf jeden Fall nutzt es gerade nichts. Tim war wieder hier in der Höhle. Da will ich nochmal hinschauen. Nicht, dass da was eingezogen ist irgendwie in diesem Kapitel. Aber? Nee, alles leer. Wir können ein paar Sachen reintun. Wir haben zum Beispiel Mentholas-Schlüssel, Ahus-Schlüssel, Vanadiums. Hier öffne die Truhe. Das war der Truhenschlüssel für die Rückgewinnung der Sachen nach der Arena-Episode. Cortes-Schlüssel. Ich glaube, das war der Schlüssel für oben das Obergeschoss über dem Raum, wo Corte ist. Der kann, glaube ich, auch weg. Schlüssel, keine Ahnung. Noch ein Schlüssel, auch keine Ahnung. Donatellos Schlüssel, wer weiß. Ortans Schlüssel. Archivschlüssel, der kann auch weg. Den Kopf tun wir auch mal hier rein. Es reicht allmählich. Nekromantin, Nekromantär. Wir müssten doch noch den Schlüssel von Fitch haben. Den kann man auch wegtun. An Dokumenten noch irgendwas, was weg kann? Die Runenbücher behalte ich. Was ist das hier? Reines Mana. Anleitung Banditenaxt. Ja, wer weiß, ob man das irgendjemandem verticken kann. Göttliche Kraft der Gestirne kann ich verkaufen. Gift der Blutfliegen. Herausforderung. Ja, Jesten. Das kann auch weg. Das haben wir ja schon erledigt. Bauplan Crawler Rüstung. Südländische Verteidigung. Der letzte Auftrag des Kopfgeldjägers. Behalten wir mal. Vanadiums Schrank, das kommt noch. Irgendwie Zettel, nähes freies Lager. Keine Ahnung, was das war. Anweisung Karador, das kann weg. Das wäre dafür, dass wir zum Fürsten kommen. Liedtext, weiß ich nicht. Apfelkuchen, das sind die ganzen Rezepte. Zerknüllte Notiz, Rufus. Todesurteil behalten wir mal. Triss Hilfe gesucht, das kann auch weg. So. Gut. Wie machen wir denn weiter? Also grundsätzlich können wir weiter jagen gehen in der Episode. Und zwar müsste ich jetzt in den Wald jagen gehen, der zwischen... Also da, wo Karls Bauernhof ist, da gibt es ja dann die Brücke über die Schlucht. In der Schlucht unten lebt Ricaso in seiner Hütte, der Eremit. Dort in dem Tal und in die beiden Höhlen, ganz oben im Tal und ganz unten im Tal, da müssten wir mal reinschauen, da waren wir noch nicht, in dem Kapitel hier. Und außerdem
Ja, den Sumpf würde ich mal ausklammern. Aber dann da oben an dieser Friedhofskapelle in den Wald, wo hinten dieser Friedhof, dieser größere Friedhof ist mit den verstorbenen Moddern. Und dann da so Richtung dieser verlassenen Bergbausiedlung und dergleichen mehr. Da müssen wir noch einmal mit dem Bogen durchgehen, um ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Das lohnt sich ja wieder. Noch 8000 ungefähr. Wenn genug Viecher dabei sind, dann kann man das schnell erreichen. Und ich denke mal, das machen wir als nächstes. Dann wird der Tag nämlich größtenteils zu Ende sein und ich meine nachmittags oder abends predigt Rovan dann im mittleren Viertel. Und dann würde ich ins mittlere Viertel teleportieren, würde mir anschauen und anhören, was er da so zu erzählen hat und gucken, ob ich entweder mit diesem Bruder Paracelsus, der da predigt, oder mit Rovan selber irgendwie nochmal ins Gespräch kommen kann. Und dass ich hier nochmal einen Magiekristall gefunden habe neulich, das hat mich echt sehr und schwer erschüttert. Ich meine, es war toll, aber es war trotzdem irgendwie beängstigend. Oder entstehen die neu? Von Kapitel zu Kapitel. Naja. Also, ihr habt gehört, was ich jetzt vorhabe. Ich laufe dahin und dann geht's los mit Jagd. Und wenn was Außergewöhnliches passiert, nehme ich euch dazu. Ansonsten... Hier ist ein Dunkelpilz, ich glaub's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Also, wenn was Außergewöhnliches passiert, wenn ich einen Dunkelpilz finde, dann nehme ich euch dazu. Und ansonsten geht's dann... planmäßig weiter nach der anstehenden Jagd in Richtung mittleres Viertel und den Klerus-Typen da. Tempo! So, ihr Querlinger, wir machen schon Schluss, denn Ricasso ist nicht mehr da. Ich war oben im Krett noch drin, hab mal geschaut, ob da irgendwas ist. Da liegt nur die Leiche von Ivar rum. Wahrscheinlich noch von unserer Zwischensequenz damals, die Informationssammelaktion, die ein bisschen eskaliert ist. Aber wenn man den versucht zu plündern, dann finden das alle nicht gut. Deswegen bin ich stiften gegangen. Ricasso war doch eigentlich immer in seiner Hütte. Und wir haben mittlerweile 8.19 Uhr, also normale Tageszeit. Der ist aber nicht mehr da. Oh ja. Wenn er nicht aufpasst. Trank. Und Grog. Vielleicht ist er ja oben in der anderen Höhle. Eine bessere Idee habe ich nicht. Die Rüben. Er wird sie nicht mehr brauchen. Insofern, greift zu, Held. Macht ihr einen Rüben-Eintopf. Die bei den Reptilien heute hat er auch. Wow. Ja, also Ricardo ist weg. Das ist schon mal komisch. Wir wissen noch nicht, wo er ist. Ich vermute, er hat sich vielleicht hier hinten in die Höhle zurückgezogen. Wegen Orks und Co. Aber gefährlich ist die Höhle ja trotzdem. Wir können ja wieder in Mindcrawler eingezogen sein. Ricasso, bist du hier drin? Ich komme nur, um dir zu helfen. Ah, scheiße, wir gehen raus hier. Ganz schnell. Oh, ah, hier geht der. Hüpf doch mal. Das ist ein Schattenkrieger.
Da nutzt der Bogen relativ wenig. Okay. Schattenkrieger. Wir haben ja eine Untote vernichten Rune. Die könnte bei dem einschlagen wie eine Bombe, was ich schwer hoffe, falls ich die Rune jemals wieder finde. Das ist auf der... Ne, das Skelett erschaffen. Ja, das nutzt nichts. Hier, das auf der 6. Wobei genug Skelette um ihn herum könnten vielleicht auch was bringen. Wir versuchen es aber mal mit der direkteren Methode. Speichern. Der Schattenkrieger ist hoffentlich nicht Rikazo. Das wäre aber auch seltsam. Und Schattenkrieger sind Untote, ja? Sind sie. Gut. Zwei Händer. Und ein Knochen. Ah, ich wusste schon, warum ich genau diese Rune mir hole. Wäre natürlich doof, die jetzt irgendwo zu finden. Aber Feuerbälle und Co. wirken gegen die nicht wirklich gut. Ist hier noch einer? Also wenn der Schattenkrieger da war, dann wird Rikazo nicht in dieser Höhle sein. Ja, super. Toll. Die Scheiße jetzt wieder. Ich komme doch hier nie raus. Doch jetzt. Jetzt habe ich natürlich keinen Mana mehr. Ich denke, Vater da hinten, dieses olle Eis soll mal weggehen. Danke. Triff! Wow! Ja, Party! Da ist nichts zu holen. Oh, nichts zu holen. Die ganzen Skelette sind liegen hier vorne. Ja, nicht beschweren. Erstmal gucken und dann rummotzen. Skelett 1, Skelett 2. Und Skelett 3 hier draußen irgendwo. So, Mana ist alle. Rikazo ist immer noch nicht da. Na gut. Dann nehme ich mal die Jagd wieder auf. Es geht jetzt zurück durch die Schlucht, dann den Weg wieder rauf. Und dann in den Wald hier oben, da wo die Kapelle ist. Da könnte Rikazo auch sein. Vielleicht ist er am Friedhof und trauert oder sowas. Kann denkbar sein. Wir gucken mal. Tempo. Thank you.
So, ihr Querlinge, da sind wir wieder. Da unten im Wald wird es langsam ungastlich. Schattenkrieger und ein Dämon sogar. Aber nichts, was der Herr Magierbotschafter nicht allmählich im Griff hätte. Hier kommen wir nach wie vor nicht durch. Ich nehme an, dass das questmäßig was zu sagen hat. Es gab mal irgendwann den Kommentar, als ich zum ersten Mal hier war in der Gegend. Ich weiß gar nicht, von wem, Wolfram oder wem. Der meinte, man könnte mal versuchen, hier den Brunnen zu springen. Das ist natürlich eigentlich ein Todesurteil, wollte man natürlich niemals machen, aber wir haben ja den Teleportwürfel und der haut uns ja wieder raus. Deswegen speichern und mal gucken, ob wir hier rein können. Boah, der ist ja mega tief. Es ist kein Wasser unten drin, guckt mal. Also ich sehe da keinerlei... Gut, da unten liegt ein Skelett drin. Ja, okay, wie es aussieht. Aber es gibt auf keinen Fall irgendeine Art von Gang. Ah, wir probieren es mal. Bum, 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 sind wir unten. Ja, nicht der Erste. Ja, hier schon mal ein Abenteurer vor uns runtergesprungen und hat nichts dabei gehabt. Nee, also der Brunnen ist eine gute Idee gewesen. Aber hier ist offenbar nichts, auch kein Schalter oder irgendwas. Deswegen schnell wieder weg hier. Jetzt zum mittleren Viertel. Weil ich mal schauen will. Achso, wir haben noch so einen Pfeil in der Hand. Moment mal. Und den weg. Wir hören mal, ob der Paracelsus da hinten was zu erzählen hat wegen Sarah Von oder wie heißt er? Rovan. Oh mein Gott, diese Namen. Langsam geht's ans Eingemachte. Ich hoffe, die Orks sind bald. Und wenn der das nicht weiß, dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie ihm in die Suppe spucken können bei der nächsten Predigt. Und wenn das beides nicht funktioniert, dann habe ich keine Idee. Dann habe ich überhaupt keine Idee, was man machen kann. Wir selbst können uns entscheiden, wem wir uns Sag ja, das heißt du. Oh, nee, du hast damit nichts zu tun. Michels? Glücklicher. Nö, dann muss es wohl so sein, dass man mit den theologischen Argumenten des Klerus hier unten ihm Paroli bieten soll. Ja. Ich kenne keinen, der es mit ihnen aufnehmen kann. Das wäre die Geschichte Golem Herzen, hätten wir noch als Nebenquester. Übrigens, die Queste Nest ausheben, das Banditenlager angreifen. Da hat mir der Eiskönig geschrieben, dass man das im 5. Kapitel machen muss und vorher geht's auch gar nicht. Weil Argos sagt, dass er vorher gar nicht kann. Was auch logisch ist, weil wir haben jetzt gerade hier den Ork-Angriff. Also wenn man es hier sagen würde... Ich habe meine Aufgaben im Banditenlager erledigt. Das sind gute Neuigkeiten, aber Said muss warten. Zuerst müssen wir die Orks zurückdrängen. Sprich mich noch einmal darauf an, sobald die Lage geklärt ist. Genau. Also, wir können das gerade gar nicht machen, das wollte ich euch nur zeigen. Da ja die Frage aufkommen könnte, das jetzt zu tun. Meine Dame, schauen Sie sich das Brot hier an. Aus dem Steinbackofen des Meisterbäckers Rolf. Ja, nur 150 Roperi für ein solches Brot. Grr. Für den Roperi hier bei mir, nur Qualitätsprodukte aus der Region. Qualitätsprodukte aus der Region, ich fühle mich wie im Supermarkt. Ah, ich guck mal in die Tiefkühltheke. Was ist da so? Gibt eine Fertigpizza. Da unten? Ah ja, er predigt gerade, das ist gut. Also es ist gut, um meine Theorie zu testen. Wenn das nichts wird, dann ist es nicht gut. Vielleicht muss man im unteren Viertel auch noch jemanden ansprechen, irgendwie. Die Leute gegen ihn aufwiegeln oder so. Sind sie denn so grausam? Oder man muss einfach diese Summe bezahlen. Aber jetzt schon wieder so viel Roperi wegtun. Ich fasse es nicht. Einerseits, andererseits. Jetzt, da wir in Amt und Würden sind, haben wir nicht wirklich Geldsorgen. Ach komm, wir machen das. Wir zahlen denen das jetzt und hoffen, dass da was bei rauskommt. Hier die 2000 Roperi.
Danke. Das bringt uns ein großes Stück vorwärts. Ein kleiner Preis für die Welt, dürfte man meinen. Das dauert, bis die Reagenzien zusammen sind. Komm später mal wieder vorbei. Dann werden wir sehen, was zu tun ist. Na, da bin ich ja echt gespannt. Warte noch. Upsala. Ich habe da noch eine Theorie. Das muss aber unter uns bleiben. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Klar. Irgendjemand hat damals das Gerücht verbreitet mit den verbrannten Göttern. Jener wusste wohl auch, dass dadurch das Gleichgewicht massiv gestört wird. Ich kann keine bestimmte Person nennen. Es können noch mehrere gewesen sein. Aber mir graut es zu erfahren, was der oder diejenigen für Absichten haben. Ich werde versuchen, noch mehr darüber herauszufinden. Ja. Was willst du mir damit jetzt sagen? Ich bin innerlich abgehängt. Robert vermutet eine Verschwörung hinter der Götterlüge. Na gut, das ist halt so ein Prediger, der vermutet alles Mögliche. Aber immerhin, da geht's jetzt voran bei der Queste. Was tun können wir gerade nicht. Wir können Klerus davon erzählen. Haben wir gerade ein Level-Up gehabt? Schön. Sehr gut. Level 35. Heldi Lein. So, haben wir noch was zu tun hier? Ron? Nein. Ich kenne keinen, der es mit Ihnen aufnehmen kann. Warum steht ja Nora hier? Sind Sie denn so grausam? Zeig was. Ich habe nicht. Hast du noch eine Feuerwurzel? Du hast gar keine Feuerwurzel. Danke. Es müsste schon ein Wunder geschehen. Steht Klerus hier? Ja, steht er. Nee, Heilung brauche ich nicht. Furax? Auch nix. Türsteher. Ach, warum soll ich den angraben? Das bringt doch nichts. Hier ist soweit auch alles in Ordnung. Da unten wird auch niemand sein, den wir bisher nicht da unten gesehen haben, richtig? Hier ist dieser Typ mit diesem Schaf. Ja, genau. Und hier ist das Zimmer für die Spezialbehandlung. Ja. Nee. Ich denke, ja, viel haben wir nicht geschafft in der Episode, aber die Jagd war lang und wir haben immerhin Rovan ein bisschen vorangebracht. Ich glaube, wir machen hier mal Schluss. Denn die nächste Episode soll dann jetzt ins von Orken besetzte südliche Land von Asun gehen. Was hätten wir da? Guck mal, setz die Karte mal an. Also, wir waren in der Stadt. Wir waren in Richtung Kloster. Wir waren in Richtung freies Lager. Und die ganzen Gegenden dazwischen. Orinshof vor allen Dingen auch. Das haben wir uns alles schon angeschaut in dem Kapitel. Da ist auch schon gejagt worden. Man könnte jetzt durchs freie Lager ins Ödland gehen und quasi von hinten das alles aufrollen. Einerseits. Andererseits will der Held aber auch sehen, was hier direkt vor der Stadt eigentlich passiert mit den Orks, die ja angeblich hier auf die Stadt vorrücken oder irgendwas machen. Und der Hafen ist so auch schneller zu erreichen, als wenn wir durchs Ödland gehen. Ödland wird eher ein Riesenspaß. Wenn die Orks die Goldmine übernommen haben, dann sollte da ja ihre Hauptstreitmacht vielleicht sein. Oder zumindest ein richtiger, heftiger Stützpunkt der Orks. Sodass ich glaube, im Ödland ist das am meisten Remi-Demi. Deswegen gehen wir jetzt durch den südlichen Wald dann als nächstes in Richtung Hafen. Gucken mal, was da so ist. Trissjägerlager, dann diese beiden zum Banditenlager gehörenden Typen, die da rumjagen. Aber auch dann das Jägerlager von Garfs. Die ganze Ecke. Mal gucken, ob das so ohne weiteres erreichbar ist. Ob das überhaupt noch steht. Ob die geflohen sind. Ob die umgekommen sind. Ob das alles abgebrannt ist. Wer weiß. Und dann natürlich Richtung Hafen, weil da könnte es noch die nächsten Questen geben. Von da aus ging es dann weiter zur Pirateninsel und zum Banditenlager und dann als krönender Abschluss letztlich das Ödland, wo es rund um die Goldmine definitiv einiges zu tun gibt. Und ich weiß, wir können noch Ajax ansprechen, das hat Wulfgar uns aufgetragen, aber ganz ehrlich, das schiebe ich jetzt mal gerade vor mir her. So wie der mich angeblufft hat, habe ich da überhaupt keine Gewissensbisse, das ein bisschen vor mir herzuschieben. Immerhin bin ich hier Königstreuer, nach wie vor Königstreuer, Gesandter in Amt und Wirt und lass mich von so einem komischen Separatisten nicht derartig rumschubsen. Stimmt's, Gottes? Siehste? Sag ich doch. So. Achso, es fängt an zu regnen, richtig? Ja, Regenzeit. Okay. Ich habe keine Lust, im Regen zu spielen. Wir suchen uns das nächste Bettchen hier.
Dieses Bettchen wird im Namen des Königs von Lavanien konfisziert für die nächsten Stunden. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir haben, glaube ich, keine Quest, die gerade irgendwie anbrennt, zeitmäßig. Ach so, jetzt könnten wir hier nochmal gucken, ob er jetzt schon irgendwas hat. Das klang zwar jetzt eher so, als würde es ein paar Tage dauern, aber... Ach so, der ist ja gar nicht da. Der ist in seiner Hütte vielleicht. Ja, wir gucken nochmal gerade. Man hört doch immer diese... Da das eine Rovan-Special-Episode war, soll Rovan auch nochmal zu Wort kommen, wenn er denn schon was besorgt hat. Oder er ist einfach geflohen. Mit der 2000 Rupiri durchgebrannt. Ach, da ist er, guck mal. Warte mal. Ich hoffe, die Orks sind bald besiegt. Nee. Ich kenne keinen, der es mit ihnen... Also er predigt nachmittags und das muss man wohl dann abpassen. Wird aber kein Problem sein, da wir jetzt sowieso ein bisschen Zeit brauchen werden, um da die Orken zu jagen und im Wald zu jagen und nach den entsprechenden Jägerlagern zu schauen. Und damit ist hier die Episode zu Ende und weiter mit dem Ausflug in den orkischen Süden Assuns. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.